Jungs und Mädels, Stefan Lammel ist hier. Ich bin gerade unterwegs zu einem Auftritt nach Zürich. Ich habe dort zwei Konzerte. Ich bin gerade am Packen, als Tenor und Klarinette. Ich muss aufpassen, dass ich alles zusammen habe. Umhängegurt, Blätter, Mundstücke und ein paar so kleine Sachen darf ich nicht vergessen. Und ich kann ja nicht schnell zurückfahren und es holen. In Zürich heiratet ein dortiges bekanntes Hochzeitspaar. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und die wünschen sich in der Kirche unter anderem das Ave Maria. Das Ave Maria zeige ich euch jetzt gleich, wie das funktioniert, beziehungsweise ich habe das schon vorbereitet. Ich muss weg. In einer Stunde hole ich mir mein Wohnmobil und dann geht's über Bodensee nach Zürich. Mache dort meine zwei Auftritte und bleibe dann noch für ein paar Tage, bietet sich ja an. Ja, viel Spaß mit Ave Maria. Ich erzähle es dann, wie es war in Zürich, was da los ist. Ich sage tschüss, servus, bis bald, ciao. Hi Jungs und Mädels, Stefan Lammel ist hier. Und jetzt nehme ich auch gleich die Gelegenheit, euch dieses Lied zu erklären, wie man das spielt. Ist eigentlich ganz einfach. Vom Spielen her, vom Greifen her sind es ganz leichte, einfache Töne. Das Problem liegt daran, dass wir von Anfang bis zum Schluss mit unserer Atmung und mit unserer Muskulatur durchhalten müssen. Eine gute Übung, weil wenn man das öfter spielt, auch vor jedem Üben, wenn man das spielt, dann kann man sich einen guten Ansatz aneignen. Also die Schwierigkeit ist, durchzuhalten, hier diese Muskulatur, gerade beim Altsaxophon, hier wird sehr beansprucht und dementsprechend auch trainiert. Also es ist nicht so einfach, das Lied jetzt da irgendwo hinzugehen und da zu spielen. Ja, man muss dann schon vorher trainiert sein. Ich habe hier ein Altsaxophon, ihr könnt es gerne auch mit Tenor mitspielen. Passt wunderbar dazu, auch wenn es die gleichen Töne sind und auch ein bisschen unterschiedlich klingt. Die Töne, die Notennamen sind die gleichen für Tenor. Könnt ihr gleich mitmachen. Und ich habe auch ein Playback, ein Backing Track, das kommt später. Das könnt ihr dann auch gerne haben und könnt ihr da auch gerne mitspielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich bin Sportler, natürlich möchte ich viel Abonnenten haben und natürlich möchte ich auch, werde ich auch dadurch natürlich motiviert, mehr zu machen und immer neue Videos zu produzieren. Geld verdienen ist damit nicht. Ihr wisst, das Geld verdienen bei YouTube geht erst bei 1 Million Klicks überhaupt los. Also es macht mir halt unheimlich Spaß, wenn ich euch etwas zeigen kann. Schreibt es mir auch in die Kommentarbox, eure Meinungen, eure Ratschläge auch. Ja, ich möchte meine Videos immer wieder ein bisschen verbessern und natürlich, welche Lieder ich euch zeigen soll, wo habt ihr eure Schwierigkeiten im Spielen, wo wollt ihr euch verbessern, dann kann ich wirklich darauf eingehen. Es gibt auch Skype-Unterricht, ist auch kein Problem. Also die Möglichkeiten sind groß. Und jetzt geht's los gleich. Nicht so viel labern, sondern sofort jetzt Ave Maria von Franz Schubert. Ich mache das immer so, ich spiele ein Teil vor und dann singe ich das mit Notennamen. Und das solltet ihr auch machen. Die Notennamen singen und dann seid ihr auf der richtigen Spur. Ihr werdet musikalisch, das geht ins Ohr, ihr könnt es schnell auswendig spielen. Ihr habt es also schneller drauf und es klingt ganz anders. Also singende Notennamen ist wunderbar, kann ich euch nur empfehlen. Also es geht los, F-Dur. Wir brauchen ein B. Ja, und zwar haben wir, das ist das H mit dem Zeigefinger und dann kommt dann das B mit einem Finger, mit dem Zeigefinger, zwei Klappen. Dann haben wir ein Fis, hier haben wir das F und so ist das Fis. Dann haben wir ein Gis oder Ass. Hier ist das G und hier ist das Gis. Da muss man halt, bei Gis muss man aufpassen, dass die Klappe nicht immer hängen bleibt oder weil da sich die Spucke sammelt. Das heißt, da muss man mit dem Finger die Klappe aufmachen. So, los geht's. Ave Maria.
Ja, man kann auch die Dynamik gut trainieren, ja, Crescendo und Decrescendo, das heißt leise anfangen, ein bisschen anschwellen und wieder leiser werden. Dann der nächste Teil. G, A, G, F, E, D, I, F. G, F, E, D, A, H, A, Gis. G, Gis. I, G, F, I, G, A, B, G, I, F. B. Zeigefinger, H und die Klappe daneben gleichzeitig dazu. A, G, G, I, D, Fis, A, C, A, Fis, G. D, I, F, G, F, I, D, C. C, G, G, Fis, G, A, G, A, F. Fis, G, B, A, G, F. F, G, A, A, B, A, G, A, C, B. A, G, F, I, F, As, G, F, G, As oder Gis, hier G, Gis. F, I, F, A, G, F. Ja, wie schon erwähnt, kann man hier mit Dynamik sehr viel machen. Man kann es auch trainieren, sodass das Spiel, das Saxophonspiel, durch Dynamik noch besser wird. Dynamik, da meine ich leise anfangen, ein bisschen anschwellen, ein bisschen lauter werden und dann ein bisschen leiser werden. Ja, durch Dynamik wird das Ganze natürlich viel interessanter. Ja, das wäre es also gewesen. Schreibt es mir in die Kommentarbox rein. Tschüss, Servus. Bis bald, ciao.